Dankeschön. Erstmal vielen Dank, dass ich dieses Bündnis gefunden habe. Vielen Dank an unsere Gruppe von Piraten hier in Mettmann, die mich darauf aufmerksam gemacht haben und mich dazugeholt haben. Und vor allen Dingen vielen Dank, dass es geschafft wurde, über Parteigrenzen hinaus einfach zu sagen, ja, wir stehen in Konkurrenz zueinander, aber nicht bei diesem Thema. Bei diesem Thema stehen wir nicht in Konkurrenz, sondern gemeinsam Schulter an Schulter und sagen diesem braunen Dreck, wo er hin soll, nämlich weg. Wir haben viel über die extreme Rechte gehört und ja, das ist ein widerliches Pack und ein fieses Problem. Was aber auch ein sehr, sehr großes Problem ist, das wir nicht vergessen dürfen, ist, dass rassistische Animositäten und nationalistische Angriffe inzwischen auch nicht mehr vor Parteien Halt machen, die als hoffähig gelten. Wir durften es alle jetzt im Bundestagswahlkampf erleben, wie eine Partei, die nichts anderes macht als nationalistische, sozialdarwinistische und rassistische Ideen zu verbreiten, auf fast 5% gekommen ist. Die AfD hat es geschafft, fast 5% zu haben durch ihren latent rassistischen Kackscheiß, den sie verbreiten. Das ist ein Problem. Den Satz, naja, das muss man doch nochmal sagen dürfen, oder so ganz recht haben sie nicht, so ganz unrecht haben sie nicht, den hat jeder sicher von euch schon mal gehört. Und aus diesen Sätzen heraus, diesen alltäglichen Mist, den diese Leute in unsere Köpfe bringen, erwächst überhaupt erst der Nährboden, wodurch extrem rassistische Parteien ihren Fuß in unsere Gesellschaft setzen können. Nur dadurch, dass solche Sätze fallen wie, naja, eigentlich sind die ja gar nicht so schlimm da drüben, die Türken. Dieser Satz an sich ist schon ganz furchtbar, weil warum sollten sie denn schlimm sein? Sie unterscheiden sich durch gar nichts von uns. Und diese latenten rassistischen Parteien dürfen nicht von uns akzeptiert werden. Haltet die Augen auf jeden Tag. Lasst euch nicht in das Licht führen von irgendwelchen populistischen Debatten, wo Leute sagen, ja, ein bisschen müssen wir doch auf Deutschland aufpassen. Ja, müssen wir. Wir müssen aufpassen, dass solche Menschen wie diese kein Wort in der Öffentlichkeit haben und dass diese Leute keinen Einfluss in der Öffentlichkeit bekommen. Wenn wir das schaffen, solche latent rassistischen Arschlöcher aus unserer Gesellschaft aufzuhalten, nehmen wir den extrem rechten Parteien den Nährboden weg, auf dem sie wuchern können und ihren Mist in unsere Gesellschaft tragen. Seid wachsam, haltet die Augen auf und lebt schöner ohne Nazis. Danke. Meine Brötchen nachmittags um drei.